Also wenn unsere Teilnehmer uns jetzt, also wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden und unsere Teilnehmer fragen würden, was uns wirklich ausmacht, uns als Paar, als Trainer, als Coach, dann wäre es mit Sicherheit zum einen, ich weiß unsere Authentizität, der Spaß, den man mit uns haben kann, diese Bälle, die wir uns gegenseitig zuspielen während eines Seminars. Der eine kann den anderen gerne mal unterbrechen oder einen Witz über den anderen erzählen, kommt wunderbar, weil wir lachen sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel im Seminar und am liebsten über uns. Ja, im Grunde geht es darum, auch die Ehrlichkeit. Und vielleicht ganz kurz meine Geschichte, wie ich so auf diesen Weg gekommen bin. Mein Schatzi war so eher auf diesem Bewusstseinsweg. Wie gesagt, ich war 30 Jahre Polizist. Ich hatte mich nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt. Brauchte ich auch nicht, weil ich bin Mann, ich habe keine Themen. Weiß, wie das Leben funktioniert. Aber mein Schatzi hat das gemacht. Und ich so, ja, mach das, das ist ein Frauending. Und sie kam dann von den Seminaren und dann wollte sie natürlich ganz bei mir zeigen, was das alles Tolles ist, wie das alles funktioniert. Und dann ging es darum, hast du denn ein Thema? Dann habe ich gesagt, nein, ich habe kein Thema. Dann hat sie gesagt, wie, du hast kein Thema? Nein, ich sage, ich habe kein Thema, ich bin ein Mann. Da hat sie, das hat ihr nicht so gut gefallen, dann hatte ich ein Thema und zwar mit ihr. So fing das dann an und interessanterweise, ich habe es dann machen müssen, über mich ergehen lassen müssen und irgendwann ist tatsächlich was bei mir passiert. Es sind Dinge bei mir abgelaufen, ich kann es nicht erklären, was es war, aber ich habe angefangen, mich zu hinterfragen. Lebe ich das Leben, das ich will? Warum bin ich der ich bin? All diese Dinge, die vielleicht einige sich schon gestellt haben, die Frage. Und ja, und war das der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir mal an, was gibt es noch mehr? Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Vielleicht sage ich noch was dazu. eigentlich ist er ja nur mitgekommen zu den Seminaren, weil er eifersüchtig war. Im Grunde genommen hat er gemerkt, meine Frau verändert sich. Die redet neuerdings über Bewusstsein, die redet über Veränderung. Was will die überhaupt verändern? Ist doch alles schick, so wie es ist. Und irgendwann kam er und hat gesagt, ich gehe da mal mit. Ja, was dabei rausgekommen ist, könnt ihr jetzt sehen. Wir arbeiten zusammen, wir spielen zusammen, wir lachen zusammen und wir verbringen viel, viel, viel mehr Zeit miteinander, als wir das je zuvor getan haben. Viel intensiver und mit noch mehr Liebe. Also das ist das, was wir an alle Menschen weitergeben wollen und was wir lieben.